Hi, ihr alle. Wir freuen uns, dass wir euch heute wieder ein Video schicken dürfen und euch einladen dürfen, mit uns Gott zu feiern und anzubeten und Zeit mit ihm einfach zu verbringen. Und wir wollen heute starten mit einem Abendmahl und wir wollen euch einladen als Brüder und Schwestern und als Familie und Familie mit Jesus. Falls ihr auch ein Abendmahl holen wollt, einfach kurz Video anhalten, Wein holen, Brot holen und dann könnt ihr mit uns Abendmahl feiern. Und ich will uns einfach daran erinnern, mit dem Abendmahl erstens, dass wir eine Gemeinschaft sind und Freunde sind und zusammen sind, so wie Jesus das mit seinen Freunden geteilt hat. Und dann hat er ihnen das Brot gegeben und hat, damals haben sie es noch gar nicht verstanden, aber ihnen erklärt, dass er sterben werden muss und dass er wirklich ganz zerbrochen werden muss für uns, damit wir leben können. Und dass er das gemacht hat und dass wir sein Leib zu uns nehmen, damit wir leben können und damit wir Leben haben. Und dann hat er ihnen den Wein gegeben und wir sagen immer, das ist dein Blut, aber eigentlich versteht es keiner. Er hat ihnen den Wein gegeben und hat ihnen erklärt, dass das ist wie sein Blut und dass wir das trinken und dass sein Blut wie unser Blut ist. Unser Blut geht durch unseren Körper, durch unseren ganzen Körper und versorgt jede Faser, jeden Muskel mit Leben. Ohne Blut, ohne den Blutkreislauf können wir nicht leben. Und das ist Jesus in uns, das ist Jesus für uns. Er ist in jeder Faser, ist er das Leben für uns. Und er versorgt jede Faser von uns und ist in jeder Faser wie unser eigenes Blut. Auf dich, Jesus. Und Jesus, wir lieben dich und wir feiern dich und wir ehren dich. Und ich danke dir so, dass du wirklich das Leben für uns bist, dass du dein Leben gelassen hast, dass ich Leben habe. Und dass ich alles habe, was ich brauche und noch viel mehr. Und dass ich Zugang einfach zu dir habe und Zugang zum Vater, Herr. Und füll du jetzt echt unsere Lungen und unsere Seele und unseren Körper und alles mit Liedern und mit dem Lob zu dir. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du in jedes Haus kommst jetzt, Herr. Du bist im Krieg mein Ort des Friedens, du gibst mir Ruhe in dem Sturm. Ich kann nicht aufhören, dich zu lieben. Du bist der Anfang und das Ende, du bist die Gerechtigkeit. Du hältst mich fest in deinen Händen. Über alles.
You give life.
Jesus, die Herrschaft.
Amen. Wir wünschen euch noch Gottes Segen und eine richtig coole Woche.